eine neue Exportware, Lebendhasen aus Deutschland. Zur Blutauffrischung der ausländischen Kollegen werden in der Gegend von Augsburg Feldhasen eingefangen und in die Auftragsländer exportiert. Ein Geschicklichkeitsspiel für Jäger, Treiber und Hasen, bei dem die Vierbeiner meist den kürzeren ziehen. 78 Hasen wurden an einem Tag gefangen und stehen nun für die neue Ausgabe zur Verfügung. Mancher Hasenfuß allerdings schlägt seinen Verfolgern ein Schnippchen und schlüpft durch alle Netze. Ab durch die Mitte und allen ausländischen Verlockungen zum Trotz bleiben die Ausreißer in den heimatlichen Salatfeldern.